Sind Sie die Frau Brandauer? Ja. Grüß Gott. Und ich habe Sie gebeten, dass Sie sofort... Bin auch gerade auf dem Weg dahin. Ah. Nur mein Tablet gebracht, ich hatte es vergessen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sie haben sich ja nicht sehr gut mit der Frau Schneider verstanden. Hat es die Frau Walnitschek gesagt. Weil sie die Schneider genauso wenig hat leiden können wie ich. Wenn auch aus anderen Gründen. Weil man jemanden nicht einstellt? Denn ich habe da das bessere Motiv. 15. Zu Hause. Alleine. Frederik war... Amen. Ja. Folglich in der Maison. Ab wie 5 Minuten. Neben einem guten Motiv auch noch ein schlechtes Alibi, meinen Sie das? So schaut's aus. Und? Hören Sie, diese kleine Schneider war doch keine Konkurrenz für mich. Und warum haben Sie sich denn dazu herabgelassen, sie auf der Toilette zu beschimpfen? Und warum hat sie dann ihr Lebens... Da hat die Walnitschek sehr gut informiert. Ich war genervt von der Frau. Sie war sowas von penetrant. Einmal habe ich sie sogar vor unserem Haus entdeckt. Erst habe ich gedacht, sie beobachtet mich. Aber sie hat auf Frederik gewartet. Frederik kann man nicht stalken. Jeder, der ihm hinterherläuft, ist Balsam für sein Ego. Außer, dass es halt seinem Ego geschmeichelt hat. Genau so ist es. Was glauben Sie, wie oft das in den 2 Jahren vorgekommen ist? Gut, und da lernt man mit der Zeit, damit umzugehen. Umzugehen. Entschuldigung. Frau Stockli, komm rum. Ach so? Ja. Ja, Frau Brandauer, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.